Zacke. Nein, nämlich doch das in der Hand. So dämlich wie das jetzt ist hier. So, jetzt. Weil mit Wolle, nein, mit einer Schere könnt ihr Wolle super schnell abbauen. Dann. Okay, das wäre gut an dem Inventarmod. Sobald ein Schild weg ist, wird das neue direkt ins Inventar gelegt. Sehr fein. Ist so eine kleine Chill-Ecke hier. Kann man sich so hinsetzen, kann da draußen lunzen. Die Skelette dann angucken, wie die im Morgengrauen anfangen zu abzufackeln. Okay. Funktioniert wieder. Oh nein. Die gucken schon so böse. Ha. Geschafft. Und jetzt ab ins Bett, hör mal. Ab ins Bett. Bäm, so. Habe ich noch Glas mit? Nein, habe ich natürlich nicht. Oh, oh. Ha, warte mal. Hä? Habe ich mein... Ach so, Mist, hä? Nein. Voll verwirrt. Habe ich echt nur 8 Schilder gerade gehabt? Komisch. Weil da waren auch noch 2 Bänke, die nur keine Schilder hatten. Also keine Endanschläge. Wer war das denn da oben? Der ist bestimmt auf dem Dach gespawnt, der Drecksvieh, sag ich, oder? Fehlt auch was? Ey, was für ein Scheiß. Da fehlt was, da fehlt was. Ich glaube, ich muss den Mod mal reinpacken, der die Dinger unschädlich macht. Oh, Dungeon-Geräusch. Oh mein Gott. Und der einzige Dungeon-mäßige, was hier ist hier drunter. Da ist noch so ein kleiner Gang. Ein kleiner Gang. Was ist passiert eigentlich, wenn ich dieses schöne Schwein einzäune? Bleibt es dann dafür immer? Sofern ich es schaffe. Genau, guck mich nicht blöd an, bleib da schön drin. Vielleicht vermehrt es sich ja. Mal abwarten. Mal abwarten. Au. Ah ja, genau. Wie macht man eigentlich so einen Eisenzaun? Nehmen wir mal eben Eisen hier raus. Ah. Braucht zwar nur einen, weißt du, aber 16 Stück habe ich schon mal. Was man hat, aber was man hat, das hat man so. Au. Okay, der untere ist für den Arsch. Ja, geht ein bisschen schneller, aber... Ach, guck mal, mit Abstandshalter, geil. Abstandshalter.
Geht aber noch, ne? Nach rechts. Nach links. Ja, es funktioniert. Was wollte ich noch tun? Was willst du tun? Genau, da läuft nachher die Bahn entlang. Nachher ist gut. Es dauert noch tagelang. Ha, genau, jetzt weiß ich wieder. Da hat einer mal ein Video gepostet, wie man eine Doppeltür automatisiert. Haben wir aber schon mehrere gemacht, aber bei dieser einen Doppeltür, bei dieser lohnt es sich. Muss ich nur mal eben kurz überlegen, wie es nochmal war. Dafür braucht man Redstone, eine Fackel, die beiden Türen sind oben. Dann brauche ich allerdings noch was, um die Tür ein bisschen nach hinten zu versetzen, weil so passt das nämlich nicht. Aber... Ah ja, natürlich, um Pressure Plates. Ich mach das jetzt einfach mal. Allerdings, wie gesagt, dafür muss die Tür ein Feld nach hinten, damit es ein bisschen besser passt. Oder waren es zwei? Werden wir gleich sehen. Und da muss ich nur noch gucken, wie rum das war, weil es gibt irgendwie zwei Versionen. Einmal bleiben die Türen auf und wenn man auf den Schalter drückt, gehen die zu. Ganz schlau. Und andersrum dann eben auch. So. Mal angenommen, die Türen stehen hier drauf. Dann müssten auf jeden Fall diese Holzklötze da weg. Können aber nicht, weil die Höhe ist genau die... Dann wäre da ein Loch drin. Das geht dann schon mal nicht. Aber wenn die hier stehen würden... Nee, Moment. Moment. Türen stehen hier. Da geht's noch weiter und dann geht's runter. Nee, ist viel zu hoch. Und wenn ich das hier aufklopfe, ist das auf. Ja, ist ja schlau eigentlich, ne? Wenn ich dann aufmache, ist das auf. Ja. Ach ne, gar nicht. Wenn ich das aufklopp, dann geht es so. Komm, dann fülle ich da mal mit Cobblestone. Genau, und dann kommen da nämlich die Treppen hin. Aber hier mache ich jetzt den Cobblestone-Treppen, weil... Nur hier soll wieder Holz sein. Da oben ist wieder Cobblestone, weil da geht es auch weiter mit Cobblestone. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Treppen hier. Da sind sie. Genau, Diamond Axe wieder weggetan. Ich packe, glaube ich, immer die nützlichsten Sachen weg. Wie war das nochmal so? Oder... So. Test 1, 2. Wo ist es? Da ist es. Ja, sieht gut aus. Geht zumindest aus. Kommt da auch noch eine hin? Und ich glaube, so ist das sogar richtig rum. Aber ob es richtig steht oder nicht, sagt euch jetzt das Licht. Nein, sagen euch jetzt die Türen. Doch. Perfekt. Kommen hier so rein. Also man sieht's ja. Da hinten Redstone hin. Hier ein Block. Die Redstone-Fackel an der Seite. Und hier auch wieder Redstone hin. Über das Redstone eine Pressure Plate. Und schon habt ihr automatisiert.
Sehr schlau. Super schlau gelöst. Muss noch einer hinten. Zuerst die erste Treppe, die ich baue. Die war schon drin. Dann geht zwar hier noch ein bisschen im Raum rein, aber man kann es ja wieder ein bisschen umbauen, alles. Oh! Cobblestones und... Sehr gut. Jetzt brauche ich nur normale Fackeln, sind die kommen dann hier rein. 1, 2, da und hier. Und hier kommt noch eine hin. Ja, man hört auch immer schön, dass die Tür auf und zu geht. Dass das Ganze funktioniert. Haus wieder ein bisschen verfeinert. Oh, was ist denn, wenn man das hier noch wegmacht? Ja, stimmt. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Oh, nee, ne? Oh, nein! Super Fail. Vor allen Dingen läuft das leider mal erschienen. Ich hoffe, das läuft nicht in den Eingang rein. Ey. Scheiße, Mann. Boah, Glück gehabt. Die Schienen sind noch da. Alle Schienen sogar sauber. Boah, ist klar, ne? Mega Fail, jetzt ist er bis hier unten reingelaufen und hört nicht auf zu fließen. Doch, da kommt nicht. Kommt das Ende. Kacke. Na, man setzt ja gerne Fackeln, ne? So ist das ja nicht. Genau. Einfach schön reden, dann passt das schon. Nein! Also den Block nicht mehr weghauen. Ist nur mit Arbeit verbunden. Ja, genau. Das Schaf widerspricht mir nicht. Genau. Immer Zustimmung des Schafes. Halt die Fresse. Sehr gut. So, dann würde ich schon fast sagen, genug gebaut für heute. Ich war jetzt relativ lange dran. Man sieht ja immer, ob die Parts enden oder nicht. Indem ich mich hier in der Ecke stelle und dann Tschüss sag. Und ich glaube, ich habe jetzt 8 Parts oder so aufgenommen am Stück. 2 Stunden gezockt. Einiges geschafft, ja, und im nächsten Part geht wieder weiter. Im nächsten Part. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.